Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Rustler. So, dann werde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Diesmal werde ich die nächste Nebenquest angehen, die da hinten ist. Ah, okay, mein Pferd ist auch noch da. Ach, habe ich ja letztes Mal weiter weggeparkt. Okay, ja, ich kann ja noch spurten. So. Und ich habe auch das Geld für den Fälscher zusammen. Schon lange halt. Aber hey. Warum nicht? Ich habe Postrufe, mein Pferd. So, mal schauen. Papiere bitte. Ah, ich habe es gewusst, dass du kommen würdest. Ich habe das Geld. Natürlich hast du das. Du willst die Adelsurkunde, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und dafür muss ich mit Papier arbeiten. Leider habe ich von diesen wertvollen Ressourcen gerade nichts auf Vorrat. Moment mal. Aber ich habe gehört, dass ein Konvoi mit einem Papiervorrat der Firma Thunder Mifflin? Gerade in Richtung Rathaus fährt. Du könntest ihn abfangen und zu mir bringen. Okay, ich stehe in dem Versorgungswagen, bevor er das Rathaus erreicht. Oh, Mosch. Okay, ich bin da. Ja, okay, ich laufe komplett durch. Mit mehr Geschwindigkeit. Okay, der befindet sich da. Kann ich den so stoppen? Nein, der fährt so weiter, okay. Doch, den kann ich so stoppen. Ich habe zwei Sterne. Ja, Code Rot. Jemand im vierten Wagen. Okay, bringe den Wagen zum Fälscher. Ich werde erstmal versuchen, die Dings da loszuwerden. Die Polizei. Ah, das ist der Pit My Horse. So, und jetzt? Hey! Jetzt habe ich zweimal Hund ausgegeben. Okay, das Spiel hat echt seine kleinen Fehler, aber ist okay. Ich habe halt den Wagen, jetzt halt bring den Wagen zum Fälscher. So, ich mache es auch gemütlich halt, weil es soll ja nicht auffallen. Code Rot, jemand im vierten Wagen. Okay, der Fälscher ist immer noch an der Ecke. Perfekt. Könnte ja sein, dass der Fälscher woanders steht oder so. Aber ich hätte auch hier Stadtwache-Uniform nehmen können. Oh. Pferdemist. Ja,
So. Aber gut, ich habe hier noch genug Gold Vorrat da halt, dann passt das schon. Ja, dass mich das 200 gekostet hat, mal eben so wegen dem Bug. Ja, ist okay. Abliefern. Ah, du hast das Papier. Wunderbar. In der Tat. Eine edle Dichte. Ich werde sofort anfangen. In der Zwischenzeit gib mir ein Farbbild von dir mit komplettem sichtbarem Gesicht und mit beiden Ohren. Was? Mein weiser Freund, spreche ich in einer anderen Sprache? Ich brauche ein Farbbild deines Gesichts mit leichten Lächeln und beide Ohren aufgenommen von einem einfachen weißen Hintergrund. Ah, Bild? Welches Bild? Was zum Teufel ist ein Bild? Oh, du bist nicht ein Witzbold. Ich empfehle meine Lieblingsschwarzmaler für diese Operation. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Fahre zum Schwarzmarktmaler. Wo ist der denn? Aha. Jetzt brauche ich noch ein noch ein Passbild noch. Ich habe hier noch einen Wagen hier. Unfassbar. Das ist geil im Mittelalter. Was? Was willst du von mir? Ein Bild? Ich kenne das Wort Bild noch nicht mal. Genial. Kann ich auch mal ein bisschen zügiger Gas geben. So. Okay, da kommt eine Wache. Okay, das ist ja außerhalb der Stadt. Okay, das geht relativ zügig. Schauen. Der Fälscher schickt mich. Ich brauche ein Bild. Weswegen? Hexenjagdpass, Folter, Ingenieurdiplom, Geburtstagsgravierung, Adelsurkunde. Ah, ich verstehe. Also das ganze Gesicht mit leichten Lächeln und beide Ohren aufgenommen vor einem einfachen weißen Hintergrund. Ja, so ähnlich. Stell dich dort mal hin. Dann ein wenig lächeln, ein wenig nach links und vor allem keinen Zentimeter bewegen. Okay. Beweg dich keinen Zentimeter. Du bist nicht das schönste Gesicht im Königreich, aber ich habe mein Bestes gegeben. Bring das Bild zum Fälscher. Ja, genial. Ich klatsche irgendwelche Farben. Ja, das passt schon. Du siehst aus wie ein Adliger. So, kann ich auch wieder Gas geben? Ich bin
Das ist dein Gesicht. Ich muss zugeben, dass ich nicht aufgepasst habe. Aber wir werden noch einen Adligen aus dir machen. Ist das Zertifikat fertig? Fast, ich brauche noch das letzte Siegel. Wo habe ich das nur gelassen? Mist, mein schwachsinniger Bruder muss es genommen haben. Zum Teufel, wo ist er? Er arbeitet als Pferd für Menschen, die sich hier kein echtes leisten können. Schwer ihn zu verfehlen. Normalerweise trottelt er in eine Pferdemaske nordöstlich der Kirche herum. Okay, finde einen Mann in eine Pferdemaske nordöstlich der Kirche. Okay. Der hat einen echten komischen Bruder. Was macht die Stadtwache da? Verteilt da irgendwelchen Pulver? So, nordöstlich der Kirche. Okay, hier. Okay, ich habe ihn direkt angefahren. Du musst der Bruder des Fälschers sein. Für einige, für dich kann ich ein wohlernährtes, solides Pferd sein. Ich will dein Pferd, Dings, da nicht. Ich brauche nur das Siegel deines Bruders. Siegel? Ah, klar. Es war sowieso schlecht für meine Hintern. Bring das seltsame riechende Siegel zum Fälscher. Okay, ja. Ich hätte ihn fast umgefahren. Den Bruder. Interessant. So. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass du meinen Bruder nicht töten sollst. Ich hoffe, du hast ihn nicht getötet. Das würde seinen Schmerz sicher lindern, aber nein, er lebt. Gott sei Dank, jetzt muss ich den Ganzen nur noch einen winzigen letzten Schliff geben. Es dauert also nicht lange. Nein, nur ein paar Stunden. Ach, komm schon. Werter Herr, darf ich dich daran erinnern, dass ich Künstler bin? Jetzt tritt beiseite und hör auf, die Sonne zu verdecken. Okay, das war die Quest mit dem Fälscher. Der hat echt einen eigenartigen Bruder. Okay. Deine nächsten Speicherpunkt. Okay. Fertigkeiten. Ich habe 6 Punkte direkt bekommen. Das ist voll viel. Ah, guck mal. Zero Waste kann ich direkt holen. Zack. So, dann werde ich auf jeden Fall ein bisschen hier noch mehr Gesundheit und so mal demnächst mal steigern. Wäre ja auch nicht verkehrt. Okay, mehr Gottes Liebling, mehr Geld und Munition finden ist auch nicht verkehrt. So. Ich brauche ein... Ich brauche kein Pferd, ich klaue mir nachher mal eins oder so. So, der nächste Speicherpunkt ist da hinten wieder. So, ein bisschen Gold wurde auch wieder angelegt. 65 Gold. Nicht schlecht. Einmal speichern. So. Dann würde ich mal sagen... Nebenquest gibt es keine. Okay. Dann war es das auch wieder fürs Erste. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Fälscher. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.